Ja, also die erste Nacht hat jetzt eigentlich alles geboten, worauf wir gar keinen Bock gehabt haben. Es war kalt, es hat wieder geregnet, es ist auch immer noch kalt, aber ich bin jetzt als erster von dem ganzen Haufen aufgestanden und wenn man dann einfach mal hier den Ausblick hat und da hinten die Sonne aufgeht und einfach mal die Wolken ausschauen, als ob sie brennen würden und da oben hat wieder unsere Freunde, die Gruppe von Hirschen da oben steht, dann ist es eigentlich wieder wert gewesen. Heute wieder die genetische Verbindung von Mensch und Bergziege. Ja, wir sind gerade in der Praxis und es läuft echt. Ja, Herr Asen, wollen Sie das Wort übernehmen? Wie läuft's? Ja, ich hab da vorher Bergziege gesehen. Also, ausgeschaut. Ja, gut, dass kein Gewitter kommt. Also. Ja, das nicht. Ah, Scheiße. Egal, immer weiter, immer also, weiter. Ich wieder mal für dich die Anmerkung. Wir sind mittlerweile in Rohan angelangt, im Land der Pferdeherren. Es fehlt eigentlich nur noch ein Pferd. Ja, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also, ganz ungefährlich ist das hier sicherlich nicht. Schatz, wenn du das jemals siehst, ich liebe dich. Ja. Also, da sind wir immer noch am Berg aufgehen, aber ich kann es nicht oft genug wiederholen. Jeder Blick nach links und rechts ist einfach wert. Also es ist scheiß anstrengend, aber einfach, da muss ich nichts mehr sagen. Ja, die Berggämse sind natürlich auch noch am Start. Also Schottland, wir lieben dich. Auch wenn immer wieder das Wort oder die Bezeichnung Urgewalt für das Land einfach zutrifft. Gnadenlos, wenn es da irgendwo nicht aufpasst, dann ja, dann war's es. Aber Gott sei Dank, wir sind noch alle heil und dürfen die ganze Zeit die wirklich atemberaubende Landschaft genießen und einfach jeden Moment, sagen wir, einfangen und abspeichern. Auf dem Weg der Gefährten weiter und immer weiter durch Mittelerde. Woo! Wir haben gerade festgestellt, wir sind mal so hoch, dass wir mir so weit sehen, dass wir sogar das Meer sehen. Ja? Also das kleine Wasser, das wo am Horizont zu erkennen ist, unterhalb der Wolken, das ist Meer. Obwohl wir mir mitten in den Highlands sind. Verdammte Scheiße. Also das ist ein See, aber da hinten, da ganz hinten, das ist Meer. Was will man mehr? Ah, okay. Aber wir haben was drauf. Ah, Film wird so das Kerli. Oh, was ist da? Aber es ist ein Klettertag. Ja, und von da! Von da! Ja, aber von ganz oben! Von ganz oben! Sind wir runtergekommen und jetzt ist das Bier frei. So, Tag 2 ist hiermit beendet. Wir haben die Tour hinter uns gebracht und es war halt also mit Abstand ein brutal anstrengender Tag und ja, wir sind einfach nur froh, dass es vorbei ist. Wir haben bei weitem nicht die Strecke geschafft, die wo eigentlich vorgegeben wurde, sondern haben 5 Kilometer eher jetzt ist unser Lager aufgeschlagen. Wahrscheinlich haben wir uns einfach zu sehr von der
legendären Landschaft ablenken lassen, aber es war es einfach wert. Ich habe es ja davor eh schon oft genug erwähnt, es war heute also einfach nur atemberaubend teilweise. Ja, wir sind jetzt wieder heute relativ geschützt, in so einer, zwischen so einem Felsmassiv. Also der Wind, ja, ist bis jetzt noch ganz locker. Heute hat es Gott sei Dank nur ganz, ganz leicht genieselt. Also von dem her, regentechnisch sind wir heute Gott sei Dank verschumpeln. Und sind wir somit ein bisschen besser gelaunt für die nächste Tour dann morgen. Aber ja, soweit hat sich jeder wieder von der Stimmung her dann zwischendurch gefangen, weil ja, es war doch schon wirklich, also heute war es wirklich sehr knackig und auch nicht ungefährlich. Also ich habe sowas in der Richtung auch noch nie davor gemacht, von dem her. Ja, aber was er nicht umbringt, macht er nur noch härter und in diesem Sinne überleben wir die nächsten zwei Tage auch. Gute Nacht!